Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. Ja, Schwabensacker begleitet am Wochenende die Damen, Markus Drehmer. Markus, hallo. Hallo. Wir sind hier am Cineplex in Königsbrunn im Kino. Wie schaut es bei dir aus, Markus? Kino zur Entspannung als Trainer, manchmal vonnöten? Ja, mache ich eigentlich viel zu wenig. Da habe ich es dann doch lieber entspannt bei mir auf der Couch, zu Hause, DVD. Aber wenn ein toller Film mit tollen Effekten kommt, natürlich muss im Kino. Gut, hier im Cineplex ist man dann natürlich gut aufgehoben. Ja, aber lass uns Tacheles reden, Markus. Vorbereitungszeit bei den Damen vom FCA ist vorbei. Für euch am Sonntag geht's los gegen Salamander Turkheim. 14 Uhr im Rosenau-Stadion. Ja, Resümee deiner Vorbereitungsphase? Ja gut, die ersten Wochen waren wirklich super. Wir hatten fast alle an Bord. Jetzt zum Schluss hin waren einige im Urlaub, wobei ich aber auch sagen muss, ist für mich absolut in Ordnung, wenn sie dann während der Vorbereitung in Urlaub gehen, weil ich weiß, sie machen auch im Urlaub was. Und wichtig für mich ist dann, dass der Kader steht, wenn die Punkterunde losgeht. Vorbereitung an sich war wirklich super. Wir haben eine super Stimmung im Team in dieser Saison, einiges besser wie letztes Jahr. Wir waren im Trainingslager in Dillingen in der Bundeswehrkaserne, auch da Top-Bedingungen, Top-Stimmung und war wirklich super bisher die Vorbereitung. Bin zufrieden. Markus, neue Saison bringt Spielerwechsel mit sich. Wer kam bei euch dazu und wer hat die Mannschaft verlassen? Also das ist das Schöne bei uns. Verlassen hat es eigentlich nur eine Person. Das ist die Duygu Özdemir. Die will sich einfach momentan eine Auszeit nehmen, geht aber zu keinem anderen Verein, sondern der Pass ist weiterhin bei uns. Ansonsten ist der Kader so geblieben. Wir konnten den aufstocken. Es sind 8 aus der eigenen Jugend, aus der Landesliga, B-Juniorinnen rauskommen. Und dann haben wir noch 3 Neuzugänge mit der Sabrina aus Burgau, Riesentalent, mit der Nathalie und Tamara aus Peiting, beide Führungsspieler in der Bezirksliga gewesen. Und alle 3 haben sich schon super ins Team eingefunden. Ja, wenn man sich mit dem Damenfußball befasst, was wir natürlich auch müssen, wenn wir darüber berichten wollen, kommt man um einen Namen bei euch nicht rum, das ist die Sarah Wagner, hat natürlich eine Zwillingsschwester, die Tanja, spielen beide jetzt bei dir. Sarah Wagner, bekannt im Jugendbereich für ihre Torjägerqualitäten. Wie weit und wie wichtig ist so eine Spielerin jetzt bei dir im Damenbereich? Kann sie die Erwartungen, was sie im Jugendbereich erfüllt hat, jetzt schon bei den Damen erfüllen? Es ist natürlich immer ein Riesenschritt, also die Mädels merken das selber, wenn sie dann bei den Damen sind, weil anders wie bei den Jungs ist es ja bei uns schon mit 16, dass sie dann in Seniorenbereich kommen. Klar, Sarah, absolutes Talent, absolute Torjägerin in der Landesligamannschaft gewesen, aber mit ihrer Schwester, der Tanja, die hinten spielt als Libero, auch eine Top-Spielerin. Beide haben es auch von den 8 Spielerinnen, die aus der eigenen Jugend gekommen sind, in Kader der ersten Mannschaft geschafft, sind auch unter den ersten 11 mit drin. Wichtig für beide und gerade für Sarah, weil sie halt wirklich, wie du sagst, hoch gelobt in der Presse und alles war, ist es, den Schritt zu machen von dem Talent zum wirklichen Führungsspieler. Da werde ich sie begleiten mit meiner Erfahrung. Sie hat ein super Team um sich herum und kann sich eigentlich nur noch mehr steigern. Gut, wir haben jetzt über die Sarah gesprochen. Mit einer Stütze in der Mannschaft geht es natürlich nicht. Wer sind so deine anderen Stützpfeiler, Leistungsträger im Team? Auch das ist schwierig bei mir in der Mannschaft. Wir spielen zwar nur in Anführungszeichen Bezirksoberliga, aber ich muss sagen, ich habe eigentlich durch die Bank weg Führungsspieler. Jeder übernimmt seinen Part an Verantwortung. Natürlich vorneweg meine Kapitänin, langjährige und auch diese Saison wieder die Sabrina Buchert. Die macht ihre Sache super, geht wirklich über den Schmerzpunkt, aber also mir persönlich fällt es wirklich schwer, dir jetzt da irgendjemanden herauszuheben, weil jeder, wenn seine Leistung bringt, ist für sich selbst ein Pfeiler in dem großen Gebilde vom FCA und genau deswegen haben wir auch so große Ziele, weil ich das der Mannschaft zutraue und weil es eben nicht den einen oder den anderen Spieler gibt, wo man ausschalten kann als Gegner, sondern wenn, dann müssen sie uns als Mannschaft ausschalten. Oder eben, wir werden unseren Erfolg dann haben. Markus, schauen wir uns ein bisschen die Liga durch. Viele werden sie gar nicht kennen. Wenn sie sich nicht mit dem Damenfußball auseinandersetzen, ihr habt Derbys, Stetzling, ihr habt Schwaben-Augsburg 2 in der Mannschaft, ihr habt Donauwörth, Währingen, Batzenhofen,
Salamander Turkheim, euer erster Gegner, Kempten. Wie muss man die Liga einschätzen? Wer gilt da als Favorit? Ja, Favorit ist immer schwierig. Ich bin mir sicher, dass die anderen uns als Favoriten auserkoren haben, weil wir letztes Jahr als Aufsteiger schon eine super Saison gespielt haben. Und weil wir auch absolut kein Hehl draus machen, dass wir Meister werden wollen in dieser Saison, weil wir es letztes Jahr verpasst haben. Für mich ist es schwierig, ich habe mir lange Gedanken gemacht, Schwaben-Augsburg könnte in Mitkonkurrenz sein, wenn sie es konstant spielen, weil die haben wirklich super Spiele in der letzten Saison gezeigt, mussten aber dann natürlich immer abhängig von der ersten Spieler abgeben. Also wenn die konstant spielen, sind sie mit Sicherheit eine Mannschaft, die vorne mit dabei ist. Von Kempten habe ich jetzt auch gehört, dass sie sich gut verstärkt haben. Die habe ich mit auf dem Zettel. Und Donauwörth muss man abwarten, wie sie sich nach dem Abstieg präsentieren, ob die Mannschaft komplett blieben ist oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn meine Mannschaft das spielt, was sie kann, sehe ich uns als Favoriten und bin mir sicher, dass wir unser Ziel erreichen können in dieser Saison. Jetzt kommt zum Auftakt Salamander Turkheim. Was ist das für eine Mannschaft? Wie schätzt du die ein? Gut, Turkheim ist keine schlechte Mannschaft, haben gute Einzelspieler mit drin. Wir haben seit der Rückrunde, sage ich mal, in der Vorrunde hatten wir uns vielleicht noch ein bisschen unterschätzt, aber seit der Rückrunde haben wir allgemeines Problem, dass die Mannschaften sehr defensiv gegen uns spielen. Versuchen hinten dicht zu halten und über Konter dann vielleicht irgendwie einen genialen Schachzug auszupacken. Das wird uns mit Sicherheit gegen Turkheim auch erwarten. Sie haben das Potenzial, vorne mitzuspielen, aber waren in der letzten Saison eben auch sehr unkonstant. Es ist immer im Damenfußball schwierig, weil du liest im Internet irgendwelche Namen, aber die sagen da jetzt nicht unbedingt was, weil sie doch von den umliegenden Dörfern kommen. Wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen. Wir werden alles geben, was wir die ganze Saison geben müssen und hoffen, dass wir den Abwehrriegel dann knacken werden. Markus, du hast angesprochen, Ziel Aufstieg, ganz klar. Wie wichtig ist so ein Aufstieg für euch als Damenabteilung des FC Augsburg, um natürlich, ich sage einmal, den Vorsprung, was die Schwabenmädels haben als Regionalligist. Die haben jetzt eine B-Jugend in der Bundesliga. Wie wichtig ist so ein Aufstieg, um da irgendwann einmal gleich auf zu sein? Gut, immens wichtig. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich immer die Ziele habe, Meister zu werden. Und ich finde auch beim einen oder anderen Kollegen, wenn es heißt Klassenerhalt oder einen guten Mittelfeldplatz, ist für mich persönlich kein Ziel, weil man sollte immer schauen, vorne mit dabei zu sein. Für uns als Team, als Verein ist es immens wichtig, weil wir repräsentieren den Bundesligisten und wir müssen nach oben. Nicht, weil es die Vorgabe ist vom Verein, vom Hauptverein, also da haben wir keinerlei Vorgaben. Aber es ist das Ziel der Damenabteilung, hier wirklich in ein paar Jahren Leistungsfußball mit anzubieten, dass wir wirklich hier was aufbauen. Und man muss ja auch sehen, uns gibt es jetzt richtig seit 7 Jahren. Andere Vereine sind über 30 Jahre schon da. Und von dem her sind wir absolut zufrieden, was wir bis dato erreicht haben. Aber wie gesagt, wir wollen nicht stehen bleiben und es ist für uns immens wichtig, in die Landesliga zu kommen, weil dann haben wir auch den einen oder anderen Spieler, der vielleicht jetzt sagt, BOL ist jetzt nicht so ganz meins, aber mit der Landesliga, da würde ich dann zu euch kommen. Markus, Sonntag, wünschen wir euch alles Gute. 14 Uhr Rosenau-Stadion, Auftakt gegen Salamander Turkheim. Wir wünschen euch 3 Punkte und werden uns dann vielleicht nächstes Mal eine Spielerin dazu holen und dann über die Spiele sprechen. Danke dir fürs Kommen. Gerne, herzlichen Dank fürs Einladen.